Der Trainer des deutschen Basketball-Weltmeisterteams, Gordon Herbert, enthüllte nach dem Sieg einen besonderen Moment. Vor dem Finale erhielt er überraschenderweise eine SMS von Bundeskanzler Olaf Scholz. Anfangs hatte der gebürtige Kanadier Probleme, die Nachricht zu verstehen, da sie auf Deutsch verfasst war. Die Nachricht des Bundeskanzlers ließ ihn so aufgeregt werden, dass er nicht wieder einschlafen konnte. Gordon Herbert äußerte auch seine Bewunderung für Angela Merkel, die ehemalige Bundeskanzlerin, und lobte Olaf Scholz als eine der besten Führungspersönlichkeiten der Welt. Er schloss die Pressekonferenz mit einer Liebeserklärung an die Philippinen, eines der Gastgeberländer der WM, aber bemerkte humorvoll, dass sie besseres Bier brauchen könnten.